Und hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Lore-Spezial. Und passend zum kommenden Halloween geht es dieses Mal um einen Klassiker der Horrorliteratur. Es geht um Mary Shelleys Frankenstein. Das Ungeheuer dieser Geschichte, Frankensteins Monster, gehört zu den weltweit bekanntesten Kreaturen des Horrorgenres und das Bild des großen, aus Leichen gemachten Ungetüms ist aus Filmen schon seit den 1930er Jahren berühmt. Neben Vampir, Werwolf und der Mumie ist Frankensteins Monster eines der klassischen Filmmonster und meistens erscheint es dabei als eine große und eher ungeschickt wirkende Kreatur, stark, aber langsam und dumm. Letzte beiden Eigenschaften treffen aber auf Mary Shelleys originales Monster alles andere als zu und in diesem Video will ich mit euch die Geschichte von Frankenstein und seiner Schöpfung erkunden sowie das Werk von Mary Shelley an sich. Bevor wir aber beginnen, will ich wie immer natürlich meinen Patreons danken, die meine Videos tagkräftig unterstützen und diese Videos möglich machen. Und wenn auch ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr den Link zu meiner Patreon-Seite ganz oben in der Videobeschreibung. Erschienen ist Mary Shelleys Frankenstein im Jahr 1818 und sollte zu einem absoluten Welterfolg und zu einem der bekanntesten Romane der englischen Literatur werden. Mit diesem Werk, das ihren Debütroman darstellte, ging Mary Shelley in die Geschichte der Literatur ein, wenngleich ihre Schöpfung Frankenstein und sein Monster am Ende weit mehr Berühmtheit erlangten als ihr eigener Name. Geboren worden war Mary Shelley als Mary Godwin im Jahr 1797. Nur 10 Tage nach ihrer Geburt verstarb ihre Mutter und ihr Vater heiratete später erneut. Sowohl ihr Vater William Godwin, wie auch ihre leibliche Mutter, die ebenfalls Mary hieß, waren bekannte und durchaus umstrittene Autoren und politische Figuren gewesen. Ihre Mutter gehörte so zu einigen der ersten feministischen Autorinnen, während ihr Vater als atheistischer und für seine Zeit radikaler und nonkonformer Autor und Philosoph viel Aufsehen erregte. Mary wuchs, auch ohne ihre leibliche Mutter, in einem sehr intellektuell geprägten Umfeld auf. William legte großen Wert auf die Erziehung seiner Kinder und durch seine Bekanntheiten gingen auch immer Autoren, Philosophen und Politiker in ihrem Haus ein und aus, mit denen auch Mary viel Kontakt hatte und viele Gespräche mit anhörte. Sie selbst sollte später schreiben, dass es wohl kaum überraschend sein sollte, dass auch sie als Tochter von zwei solchen Persönlichkeiten das Schreiben bald aufgenommen hatte. Und mit einem dieser Gäste kam es schließlich zu einem sehr wichtigen Treffen, denn unter ihnen war auch Percy Shelley. Mary verliebte sich in ihn und sie wurden bald ein Paar. Zusammen reisten sie zum Festland für den Sommer und ein Jahr später brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, das aber nur 4 Tage nach der Geburt wieder verstarb. Dieser Verlust sollte Mary Shelley für den Rest ihres Lebens prägen. 1816 wurde dann aber ihr Sohn William geboren und noch im selben Jahr reiste sie mit Percy erneut durch Europa und nach Genf. Besonders diese Reise inspirierte sie sehr. Nicht zuletzt auch, weil sie hier viel Zeit mit Lord Byron verbrachte, einem weiteren bekannten Autor dieser Zeit. Wegen des oft sehr schlechten Wetters in diesem Sommer waren sie meistens für viele Tage gezwungen, nur im Haus zu bleiben und als sie so eine lange Zeit in Byrons Villa verbrachten, lasen sie zur Unterhaltung viele deutsche Gruselgeschichten und schließlich schlug Lord Byron einen kleinen Wettbewerb vor. Sie wollten sehen, wer von ihnen die beste Gruselgeschichte schreiben könnte. Inspiriert durch ihre Reise und durch Gespräche zwischen den Anwesenden, bei denen oft auch wissenschaftliche Themen dazugehörten und eben auch durch die Aufgabe, eine Geschichte zu schreiben, formte sich dann eine Idee. Die Geschichte von Frankenstein begann sich zu entwickeln und in einem Traum, so schrieb Mary Shelley später, sah sie einen Studenten unheiliger Künste, der neben seiner Schöpfung kniete. Sie sah das schreckliche Bild eines Mannes, der durch Maschinen zum Leben erweckt wurde. Eine Traumszene, die ganz klar Frankenstein und seine Schöpfung zeigt. Bis zur letztendlichen Fertigstellung und Veröffentlichung des Werkes sollte es aber noch 2 Jahre bis 1818 dauern. Dann erschien zum ersten Mal das Werk mit dem Titel Frankenstein oder der moderne Prometheus. Zunächst anonym und nicht unter ihrem Namen. Und die Kritiken von Frankenstein waren auch am Anfang eher sehr negativ, manche sogar recht beißend. Ein Kritiker meinte so zum Beispiel, dass man sich beim Lesen von Frankenstein fragte, was kranker gewesen sei, das Herz oder der Verstand des Autors. Trotzdem aber wurde Frankenstein schnell zu einem Bestseller und wurde viel gelesen. Und 1823 wurde die zweite Edition herausgegeben und dann auch
mit Mary Shelleys Namen darauf. Auch dies löste durchaus einen Schock bei vielen Lesern und Kritikern aus, dass eine Frau, noch dazu eine so junge Frau, ein solches Werk geschrieben hätte. Bisher hatten die meisten einfach vermutet, dass ihr Mann, Percy Shelley, der Autor hinter Frankenstein war. Diese aufsehenerregende Nachricht, dass eine Frau die Autorin dieses großen Werkes sei, tat der Popularität von Frankenstein aber keinen Abbruch. Ganz das Gegenteil war der Fall, und auch Mary Shelley bekam den Ruhm, den sie verdiente. Zumindest bis zu einem gewissen Grad, denn viele Kommentare zu ihr als Frau und Autorin lesen sich heute als durchaus herablassend. So etwa, dass Frankenstein für einen Mann eine exzellente Leistung wäre, für eine Frau aber geradezu erstaunlich. Auch nach dem Erfolg von Frankenstein sollte Mary Shelley dann noch ein bewegtes Leben haben. Sie unternahm weitere Reisen durch Europa, aber 1822 verstarb sie beinahe bei einer Fehlgeburt. Zudem schrieb sie noch viele weitere Werke und zeigte weiterhin ihr großes Geschick als Autorin, auch wenn keines dieser weiteren Werke so viel Erfolg haben sollte wie ihr Debütroman Frankenstein. Am Ende verstarb sie dann im Jahr 1851, doch mit Frankenstein sollte ihr Name Mary Shelley in die Geschichte eingehen und ihr Werk ist bis heute weltweit bekannt. Oftmals aber eben sogar viel mehr als ihr eigener Name, und der Ruhm von Frankenstein und seinem Monster scheint oft den der Autorin Mary Shelley geradezu zu verschlucken. Die Geschichte von Frankenstein ist nun in zwei Rahmenhandlungen eingefasst. So wird zunächst der Briefwechsel zwischen Robert Walton, einem Kapitän und Abenteurer, und seiner Schwester beschrieben. Und darin berichtet Robert Walton, dass er auf einer Fahrt im Nordpolarmeer beinahe vom Eis eingeschlossen worden war. Und da sahen sie einen Schlitten, der von Hunden gezogen wurde und von einer gewaltigen Gestalt gefahren wurde. Die Seefahrer beobachteten, wie der Schlitten und die große Gestalt in der Ferne verschwanden. Und als dann später das Eis wieder brach und sie weiterfahren konnten, fanden sie einen Mann auf einer Eisscholle treibend. Sein Schlitten hatte nur noch einen einzigen Hund übrig und er war fast erfroren und verhungert. Sie retteten ihn vom Eis und nachdem er sich etwas erholt hatte, erzählte der Mann schließlich dem Kapitän seine düstere Geschichte. Denn dieser Mann auf der Eisscholle war kein anderer als Viktor Frankenstein. Die Geschichte wird damit durch Frankensteins Erzählung und innerhalb des Briefwechsels von Walton und seiner Schwester erzählt. Und tatsächlich beginnt Viktor Frankenstein seine Geschichte ganz am Anfang mit seiner eigenen Kindheit. Er stammte so ursprünglich aus Italien und war dann in Genf aufgewachsen. Schon früh hatte er sich für Wissenschaft interessiert und wollte stets wissen, wie die Welt funktionierte. Besonders auch die alten Werke von Alchemisten, die er in seiner Familienbibliothek fand, faszinierten ihn sehr. Zudem berichtete er davon, wie gut seine Kindheit war und wie er schon als Kind seine spätere Liebe Elizabeth traf, die ebenfalls als Kind von der Familie von Viktor adoptiert wurde. Mit 17 schickten seine Eltern Viktor dann nach Ingolstadt, um dort zu studieren. Schon seine Abreise dorthin stand unter einem schlechten Omen, da nur kurz davor Elizabeth beinahe an einem Fieber verstarb, während seine Mutter die Krankheit nicht überlebte. Trotz dieses Verlustes verließ Viktor wenig später seine Familie, um in Ingolstadt eine vollständige Ausbildung der Naturwissenschaften zu erhalten. Rasch tat er sich dort an der Universität als einer der begabtesten Forscher hervor und zeigte sich als ein regelrechtes Genie. Aber auch seine Liebe zu den alten alchemistischen Werken hatte er nicht vergessen. Zwar wurden diese an der Universität als abergläubischer Unfug abgetan, und auch Frankenstein wusste, dass sie viel Fantasie und Aberglauben mit wenig Wissenschaft verbanden, aber sie inspirierten ihn dennoch sehr. Er wollte die alten alchemistischen Ideen mit seiner Forschung verbinden und mit moderner Wissenschaft die Pfade der alten Alchemisten möglich machen. Mit voller Kraft stürzte sich Viktor in diese Forschung und kümmerte sich um praktisch nichts anderes mehr. Wissenschaft und vor allem Chemie trieben ihn an und faszinierten ihn über alles und wurden zum Zentrum seines Schaffens, und ganz besonders ein Phänomen gab es, das ihn dabei besonders in seinen Bann zog. Und zwar das Leben. Wie kam Leben zustande und welche Mechanismen trieben es an? Worin lag der Ursprung des Lebens und wie konnte tote Materie Leben hervorbringen? Diese Fragen wurden zum Kern von Viktor Frankensteins Sein, als er sich Chemie und Anatomie widmete. Und es war eben dieses Verfolgen seiner Forschung mit aller Kraft, die ihn zu seinem großen und schrecklichen Experiment führten.
Tatsächlich schafft er es, die Geheimnisse von Leben und Tod zu entschlüsseln und die Mechanismen des Lebens zu ergründen. Er hatte bald herausgefunden, wie man tote Materie animieren konnte. Aber dieses Wissen musste auch noch getestet und durch ein Experiment bestätigt werden. Zu diesem Zweck begann Frankenstein bald, Leichenteile zu sammeln und sie zu einem Körper zusammenzufügen. Zwar wusste er bereits, wie man Leben erschaffen konnte, aber einen Körper von Grund auf neu zu bauen, mit Adern, Muskeln und Nerven, war eine gewaltige, ja fast unmögliche Aufgabe. Aber sie war notwendig, da er einen Körper brauchte, um diesen zu animieren. Beinahe fanatisch und angetrieben von diesem einen Gedanken an die Möglichkeiten seiner Entdeckung und dass er die Barrieren zwischen Leben und Tod durchbrechen würde, arbeitete er unentwegt fort an diesem Werk und er baute nicht weniger als einen völlig neuen Menschen. Um einfacher an diesem arbeiten zu können, entschied er sich dabei, seine Schöpfung übermenschlich groß zu machen. Er fertigte einen Körper an, der fast 2,5 Meter groß und dementsprechend proportioniert war. Und nach Monaten der Arbeit war Viktor Frankenstein erfolgreich. Seine Schöpfung war vollbracht und mit seinem Wissen um die Geheimnisse von Leben und Tod, um die Animation, erweckte er den Körper zum Leben. Wie genau er dies tat und was das Geheimnis von Leben und Tod war, das er erfahren hatte, verschweigt er aber in seiner Erzählung an den Kapitän, obwohl dieser ihn immer wieder fragt, da Frankenstein inzwischen wusste, was für ein schreckliches Potenzial dieses Wissen hatte und es am besten niemandem weitergegeben wurde. Und eben diese schreckliche Erkenntnis kam auch über ihn, als seine Schöpfung zum ersten Mal erwachte. Die Kreatur war nun keineswegs so hässlich, wie sie in späteren Filmen oft dargestellt wurde, zumindest nicht im Ganzen. Frankenstein hatte den Körper an sich perfekt gestaltet und ihm langes schwarzes Haar und perfekte schöne Züge gegeben und dazu strahlend weiße Zähne. In fast allen Aspekten war dieses Wesen eigentlich schön und perfekt, aber diese Schönheit wurde umso krasser durch die gelbliche und dünne Haut kontrastiert, durch die man Adern, Sehnen und Muskeln beinahe sehen konnte und durch die wässrig bleichen Augen der Kreatur, in die Frankenstein nun blickte. Für 2 Jahre hatte er fanatisch nur an diesem einen Ziel gearbeitet und alles gegeben, um seine Schöpfung zum Leben zu erwecken. Aber nun, da seine Schöpfung eben vor ihm lag und zum Leben erwachte, brach sein Traum zusammen und nur Schrecken blieb für ihn übrig. Viktor Frankensteins fanatischer Antrieb für Forschung verließ ihn und Furcht und Erkenntnis vor dem, was er getan hatte, blieben zurück. Er erkannte in diesem Moment, dass er ein Monster gemacht hatte und seine Experimente falsch und ein Fehler gewesen waren, dass er mit Dingen spielte, die er nicht hätte anfassen sollen, und schließlich floh er voller Schrecken vor seiner eigenen Schöpfung aus seinem Labor. Von Angst getrieben irrte er durch die Straßen von Ingolstadt, bis er auf seinen guten Freund Henry Clerval traf, der ihn aufnahm und sich um ihn kümmerte. Mit ihm in Begleitung kehrte er auch in sein Labor zurück, doch seine Kreatur war verschwunden und der Schock, dass seine Schöpfung, sein Monster, nun ausgebrochen war, gab Frankenstein einen solchen Schrecken, dass er völlig zusammenbrach. Er wurde schwer krank und es dauerte Monate, bis er sich von einem schweren Fieber wieder erholt hatte. Obwohl ihn dann seine Professoren als ein Genie unbedingt an der Universität und in der Forschung halten wollten, konnte er nicht mehr damit weitermachen. Er wollte nach Genf zurückkehren und die Forschung und Wissenschaft hinter sich zurücklassen. Aber seine Abreise verzögerte sich immer wieder und schließlich blieb er noch für ein ganzes Jahr in Ingolstadt. Doch dann erhielt er einen Brief von seinem Vater, der ihn noch einmal schockieren sollte. Sein jüngerer Bruder William war ermordet worden. Von diesem nächsten Schlag erneut getroffen, reiste Frankenstein begleitet von Clerval sofort ab und kehrte nach Genf zurück, um bei seiner Familie sein zu können. Als er dort an den Ort kam, wo William gefunden worden war, sah er aber zu seinem großen Schrecken seine Schöpfung. Nur für einen kurzen Moment konnte er das Monster sehen, bevor sich die Kreatur wieder zurückzog. Aber das reichte aus, um Frankenstein zu überzeugen, dass es kein Zufall gewesen sein konnte, dass das Monster eben dort aufgetaucht war. Er war überzeugt davon, dass seine Kreatur seinen Bruder ermordet haben müsste. Natürlich glaubte ihm aber niemand, dass sein Monster mit dem Mord etwas zu tun gehabt hätte, vor allem weil man glaubte, den Mörder bereits gefasst zu haben. Eine wertvolle Halskette von William, die er vor seinem Tod getragen hatte, war im Besitz von Justine, dem Hausmädchen und praktisch ebenfalls Adoptivkind der Familie gefunden worden. Man glaubte, sie hätte den jungen Mann für die Halskette getötet.
Victor war sich zwar sicher, dass sie unschuldig war, aber er konnte es ja nicht beweisen. Und da ihm niemand geglaubt hätte, wenn er weiter von einem Monster gesprochen hätte und man ihn wohl für verrückt gehalten hätte, sagte er nichts, während Justine verurteilt und für einen Mord, den sie nicht begangen hatte, gehängt wurde. Von Schuld und Trauer geplagt, entschied sich Frankenstein dann, sich für einige Zeit in die Alpen zurückzuziehen, um dort Ruhe zu finden. Aber auch dorthin verfolgte ihn der Schrecken und sein Monster, das ihm dort begegnete. Ebenfalls anders als in den meisten modernen Darstellungen ist das Monster auch keineswegs dumm oder langsam. Es ist übermenschlich stark und schnell und sehr intelligent. Und es konfrontierte Victor mit seiner Seite der Geschichte. Das Monster forderte, dass er ihm zuhörte, und dann erzählte es seinem Schöpfer, was ihm widerfahren war, um Victor Frankenstein zu zeigen, was für ein Wesen er wirklich geschaffen hatte und was er durch seine Flucht aus dem Labor diesem Wesen angetan hatte. So meinte die Kreatur, dass er eigentlich gut und voller Freude und Liebe hätte sein können, hätte Frankenstein sich nur um seine Schöpfung gekümmert und ihn nicht in einer Welt allein gelassen, die ihm nur mit Hass und Gewalt begegnen sollte. Aber was hätte die Kreatur anderes erwarten sollen? Wo ihn doch sein Schöpfer schon sogleich zum Monster erklärt hatte und ihn gehasst hatte, als er zum ersten Mal erwachte. Und so meinte die Kreatur eben, die im gesamten Werk auch nie einen Namen erhalten sollte, dass er es wenigstens verdient hätte, dass Victor als sein Schöpfer seine Geschichte hört. Dann erzählt das Wesen davon, wie er sich zunächst allein, von Frankenstein ja verlassen, verwirrt und verängstigt, in einer Welt wiedergefunden hatte, die er nicht verstand, ebenso wenig wie er sich selbst und seine Existenz verstehen konnte. Er war dann in die Wildnis geflohen, wo er zuerst zu überleben lernte. Wann immer er dabei aber auf Menschen traf, reagierten diese stets mit Angst und Hass auf ihn. Er lernte daher ebenso früh, dass er von anderen als Monster gesehen wurde. Um zu entkommen und sich zu verstecken, endete er dann in einem Verschlag bei einem Bauernhaus. Und von diesem Versteck aus konnte er die Familie, die dort wohnte, belauschen und beobachten. Dadurch erlernte die Kreatur in nur wenigen Wochen vollständig zu sprechen und durch einige Bücher, die er fand, auch zu lesen. Vor allem aber begann er die Familie, die er tagtäglich beobachtete, mehr und mehr zu mögen. Er begann ihnen sogar insgeheim zu helfen, um mit seinen gewaltigen Kräften des Nachts schwere Arbeiten zu verrichten. Und schließlich erkannte er, dass er eben wollte, was diese Familie hatte: ihre Liebe zueinander, ihre Vertrautheit und ihre Wärme. Das Monster wollte nicht mehr allein sein. Da er aber wusste, dass er für Menschen eben als ein schreckliches Monster erschien, machte er sich einen Plan, wie er mit der Familie sicher Kontakt aufnehmen konnte. Der alte Mann im Haus war blind und so wartete die Kreatur, bis seine Kinder fort waren und ging als erstes zu ihm. Er hoffte, dass er mit diesem alten Mann reden und ihn davon überzeugen konnte, dass er eigentlich kein Monster, sondern friedlich und gut war, trotz seines monströsen Aussehens. Auf diese Weise hoffte er, langsam Teil der Familie werden zu können und Anteil an ihrer Freundlichkeit und Wärme zu haben. Zunächst lief auch alles gut und er konnte sich mit dem alten Mann unterhalten, der ihn sogar freundlich aufnahm. Aber am Ende schlug sein Plan doch fehl. Er blieb zu lange dort und der Sohn des alten Mannes kam zurück und sogleich wollte er das Monster, das er in seinem Haus sah, in Angst vertreiben und schlug auf die Kreatur ein und er musste fliehen. Er hatte nicht einmal die Chance gehabt, sich ihnen zu erklären und ihnen zu zeigen, dass er kein Monster war. Noch aber glaubte er, seinen Fehler wieder gut machen zu können. Er musste ihnen ja nur zeigen, dass sie ihn nicht zu fürchten hatten. Als er aber einige Zeit später zu ihrem Haus zurückkam, sah er, dass es verlassen war und erfuhr, dass sie es verkauft hatten, um gänzlich von dort zu fliehen. Seine Hoffnung, Teil dieser Familie zu werden, zerbrach damit für ihn in diesem Moment und in Wut brannte er das Haus nieder und zog wieder in die Wildnis. Noch aber war nicht alles Gute aus ihm gewichen. Als das Monster auf seinem Weg so sah, wie ein Mädchen in einen Fluss fiel und zu ertrinken drohte, sprang er hinzu und rettete sie. Durch seine Größe und Kraft war das ein leichtes für ihn, aber der Vater des Mädchens glaubte, die Kreatur wollte sie verletzen und töten und so schoss er auf ihn. An der Schulter von der Kugel getroffen und verwundet, floh er erneut in den Wald und nun schwor Frankensteins Monster, die Menschen für immer zu hassen. Er war von seinem Schöpfer allein gelassen worden, alle Menschen reagierten nur mit Angst und Hass auf ihn, die Familie, die er wünschte, hatte ihn verstoßen. Und selbst wenn er Gutes tat, wurde er dafür nur schmerzhaft bestraft.
Die Welt schien Frankensteins Schöpfung wirklich nur mit Hass und Gewalt zu begegnen, und so schlug das Monster nun zurück. Und vor allem richtete sich sein Hass gegen seinen Schöpfer, der für all das verantwortlich war, der ihn zum Monster gemacht und dann verlassen hatte. Die Kreatur ging daher nach Genf und tatsächlich war er es gewesen, der William ermordet hatte, nachdem er zufällig auf ihn getroffen war und seinen Namen als Frankenstein gehört hatte. Dazu hatte er auch noch das Beweisstück Justine untergeschoben und sie so für den Mord verantwortlich gemacht und auch ihren Tod zu verantworten. Darin zeigte sich sowohl die Intelligenz der Kreatur wie auch sein Vermögen, Böses zu begehen. Zugleich aber ist anzumerken, dass das Wesen bis dahin niemandem etwas zuleide getan hatte. Trotz seiner gewaltigen Kraft, mit der es einen Menschen leicht zerfetzen könnte, und obwohl es immer wieder angegriffen und geschlagen worden war, hatte es niemals jemanden verletzt, bis es auf William, also einen Frankenstein, getroffen war. Und nach dieser Erzählung, die sein Leid zeigte, aber auch zu was er fähig war, hatte die Kreatur nur eine einzige Forderung. Er würde Viktor Frankenstein und alle Menschen, die er nun hasste, für immer in Frieden lassen, wenn Frankenstein nur seine Verantwortung als Schöpfer übernahm. Er hatte ihn zu einem Monster gemacht und als Wesen erschaffen, das von allen verstoßen und gehasst wurde, und eben das sollte er nun richtig stellen. Frankenstein sollte ihm einen Gefährten erschaffen, ein zweites Monster und eine Frau, damit er nicht länger allein sein musste. Zusammen mit ihr wollte er dann verschwinden und in die Wildnis gehen und allen Menschen für immer fern bleiben. Dies würde ihm seine Chance auf ein glückliches und friedliches Leben geben, und zumindest diese Chance schuldete ihm Viktor Frankenstein als sein Schöpfer. Viktor willigte ein, unter der Drohung, dass das Monster ansonsten seine Morde fortsetzen würde und unaufhaltsam weiter töten würde und dies alles seine Schuld wäre, da Viktor ihm dieses armselige und hasserfüllte Leben gegeben hatte. Frankenstein zog sich nach Orkney zurück, wo er seine Arbeit ein zweites Mal aufnahm. Er schuf einen weiteren Körper, doch er konnte das Experiment nicht wiederholen. Er wollte kein zweites, wie er es sah, grundlegend böses Wesen erschaffen. Vor allem erkannte er aber auch das Problem, dass diese zweite weibliche Schöpfung sein erstes Monster ja gar nicht zwingend mögen würde, und dann hätte er einfach nur ein zweites Wesen erschaffen, das ebenso leiden würde und ebenso hassen würde, während das erste Wesen dadurch nur noch wütender werden würde. Oder aber, so fürchtete er, es würde gut zwischen den beiden laufen, und damit hätte er wahrlich Adam und Eva einer neuen Art erschaffen, einer Art von Monstern, die dann für immer die Menschheit heimsuchen würden. Weder das eine noch das andere konnte er riskieren, und so entschied sich Frankenstein, das zweite Monster nicht zu machen. Er zerstörte den Körper und weigerte sich zu arbeiten. Die Kreatur, die alles beobachtet hatte, was er tat, schwor ihm dafür Rache und sagte, dass er an seiner Hochzeitsnacht bei ihm sein würde. Vor seiner Arbeit auf Orkney hatte sich Viktor nämlich auf die Bitten seines Vaters endlich mit Elizabeth verloben lassen, und so war die Drohung des Monsters klar. Dennoch hielt Frankenstein an seiner Entscheidung fest. Er versenkte all seine Gerätschaften und Forschungsutensilien im Meer, doch kaum hatte er das Land wieder erreicht, wurde er als Verdächtiger festgenommen. Henry Clerval war ermordet worden. Am Ende kam er zwar frei, da seine Schuld nicht bewiesen werden konnte, aber seinen besten Freund hatte er an das Monster verloren, und nun war er sich auch sicher, dass er selbst in seiner Hochzeitsnacht sterben würde, aber seine Schöpfung wollte er mit in den Tod nehmen. Als es soweit war, bewaffnete sich Frankenstein daher und wartete auf das Monster mit Messern und Pistolen. Aber auch hier war das Monster wieder siegreich. In der Hochzeitsnacht gelang es ihm, Elizabeth zu töten und unverletzt zu entkommen, und damit begann der letzte Abschnitt von Viktor Frankensteins Geschichte: die Jagd nach dem Monster. Er machte sich daran, seine Schöpfung zu verfolgen, in der Hoffnung, dem Schrecken ein für alle Mal ein Ende bereiten zu können und es zu töten. Aber auch das gehörte alles zum Plan der Kreatur. Er wollte von Frankenstein verfolgt werden. Wann immer dieser zu weit zurückfiel, hinterließ das Monster mehr Spuren, und als Frankenstein in der Wildnis zu verhungern oder zu erfrieren drohte, ließ er ihm sogar Essen und ein Feuer zurück. Aber die Kreatur blieb auch immer außer Reichweite, während sie durch Europa und Russland und die Wildnis von Sibirien gejagt wurde. Und Frankenstein sollte ihm folgen, bis ans Ende der Welt. Und dort sollte er ebenso allein und einsam und verlassen verenden wie seine Schöpfung.
Und am Ende konnte das Monster die Jagd gewinnen. Eben jene Kreatur, Frankensteins Monster, hatten die Segler auf dem Eis in der Ferne gesehen, bevor sie Frankenstein selbst auf der Eisscholle fanden. Und dieser war nun gänzlich am Ende. Er hatte keine Kraft mehr, die Jagd weiter fortzusetzen, und alles, was ihm noch blieb, war es, seine Geschichte und seine Warnung an Kapitän Walton weiterzugeben. Victor Frankenstein verstarb noch an Bord des Schiffes mit seinen letzten Worten an Walton, dass er Glück im Frieden suchen und Ambitionen meiden sollte. Tatsächlich waren sich beide Männer auch durchaus recht ähnlich. Ebenso wie Frankenstein für die Wissenschaft und für Forschung, war auch Kapitän Walton für Entdeckung und Abenteuer bereit, alles zu geben und zu riskieren und über alle Grenzen zu treten. Anders als Frankenstein aber, und vielleicht auch durch seine Geschichte bewegt, kehrte Walton am Ende um, als Kälte und Eis seine Expedition bedrohten. Damit vermied er den Tod seiner Mannschaft in der Kälte und eine Meuterei. Und mit einem letzten Brief von Kapitän Walton und seiner Schwester, in der er über die Begegnung mit Frankenstein schreibt, endet die Geschichte. Mary Shelley verarbeitete in Frankenstein nun viele Ideen, Motive und Einflüsse. Als Roman gehört das Werk auf der einen Seite zur klassischen Gothic-Horror-Literatur, aber wegen des Fokus auf die Wissenschaft gilt Frankenstein für viele auch als einer der ersten Science-Fiction-Romane überhaupt. Und viele Elemente darin sprechen Leser bis heute tiefgehend an. Die Geschichte von Frankensteins Monster ist eine grundlegend tragische. Man kann kaum anders als Mitgefühl und Mitleid mit diesem eigentlich klugen Wesen zu haben, das sich in einer scheinbar hasserfüllten Welt alleingelassen wiederfindet und dadurch zu ebenso bösen Taten getrieben wurde. Obwohl die Kreatur ständig als Monster, als böse und als Feind bezeichnet wird, erscheint eigentlich Victor Frankenstein viel mehr als der Antagonist und Bösewicht der Geschichte. Zunächst wird er als ein großer Wissenschaftler präsentiert, geradezu als ein Held der Wissenschaft. Victor Frankenstein ist ein Genie und bringt die Forschung rasch und stark in vielen Bereichen voran. In seiner Forschung aber wird er fanatisch und von seinen Ambitionen getrieben. Er verfolgt sein Ziel der Forschung und Erkenntnis, ohne über Konsequenzen nachzudenken. Frankenstein betrieb damit Forschung und Wissenschaft um jeden Preis, ohne über Moral oder Ethik nachzudenken, und er schaut darauf, was er erfahren und vollbringen könnte, ohne darauf zu achten, was dies bedeuten würde. Und selbst als die Konsequenzen dann in Form seiner Kreatur erscheinen, übernahm er keine Verantwortung für sie, sondern floh, wodurch die Folgen seines Handelns nur noch größer wurden. Ein Handlungsmuster und eine Warnung, die man auch sehr leicht auf unsere Welt und besonders unsere Zeit übertragen kann. Heute sind die Konsequenzen des menschlichen Handelns noch viel größer geworden, als sie noch zu Shelleys Zeiten waren. Und gerade heute und gerade in der Forschung ist es wichtig, die Konsequenzen nicht zu vergessen und für die Folgen des Handelns Verantwortung zu übernehmen, damit diese nicht außer Kontrolle geraten wie Frankensteins Monster. Mary Shelley spricht damit das Konzept des entfesselten Prometheus an, der für ebenso eine rastlose Wissenschaft, die unvorhergesehene Kräfte und Folgen entfesseln kann, steht. Aus diesem Grund eben trägt Frankenstein den Zweititel »Der moderne Prometheus«. Und während es viele Gründe gibt, warum dieses Werk ein wahres Meisterwerk ist und so viele Motive darin verarbeitet werden, so ist es gerade dieses Motiv, das heute aktueller denn je scheint. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Lore-Spezial zu einem der großen Klassiker der Horrorliteratur. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und zu Frankenstein in die Kommentare schreiben. Und ich sage, vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis nächsten Mal bei einem weiteren Lore-Spezial zur Literatur und Mythologie.